Hallo ihr Lieben, hier ist die Martina von Deiner Seele Wege ins Licht. Heute schauen wir einfach mal, was möchte sich die nächste Zeit zeigen. Hellfühlig kriege ich rein, also schöne kleine Dinge, wieder mal kleine Dinge, die dich erfreuen, aber wirklich schöne kleine Dinge, wo du dich auch erinnerst, also das hatten wir doch erst in der Legung, jetzt geht es bei dir weiter, na das ist ja interessant. Aber in deiner Richtung erinnerst du dich an eine Zeit, die von Wohlwollen gesegnet war. Das heißt, ich kriege hier einmal rein, dass du selbst mal was geschrieben hast, sowas wie ein Memorienbuch, Tagebuch, keine Ahnung, stöberst vielleicht da drin, entdeckst irgendeine Kleinigkeit. Kann auch sein, dass du etwas wiederfindest, etwas, was man dir geschenkt hat, etwas sehr Schönes, Wertvolles, auch etwas, was du dir selber geleistet hast. Wie als würdest du das entstauben, wieder aufgreifen, wieder oh wow, also Wahnsinn. Ich kriege es so rein, so du bist so richtig stolz drauf. Das ist etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Vielleicht hast du es selbst kreiert. Könnte irgendwas Eigenes sein, ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel Musiker bist oder Musikerin, dann ist es ein altes, komponiertes Stück. Etwas, was du selbst mal kreiert hast. Aber kann sein, dass du gesagt hast, ah nee, ich muss jetzt was anderes machen. Ich habe jetzt, ich lasse es mal links liegen oder ich habe keine Verwertung dafür oder es ist mir nicht so gut gelungen. Naja, es war mal ein Versuch. Irgendwas greifst du wieder auf. Egal was es ist, aber es ist was Kreatives, was Schönes, was dir gefallen hat, ja? Wirst du wieder aufgreifen. Ich sehe hier etwas, worauf du stolz bist, etwas Außergewöhnliches. Etwas, wo du nochmal korrigieren wirst, ja, wo du festgestellt hast, oh, das war, naja, da muss ich mal nochmal dran gehen, ja. Also wenn es jetzt irgendwas ist, ein Experiment sozusagen, kriege ich das aber so rein, dass du sagst, oh, das war aber heikel. Das war gargelig, war heikel. Irgendwie, da muss ich nochmal dran, das muss ich nochmal verbessern. Okay. Das ist das, was ich erstmal reinbekommen habe. Das nächste, was ich reinbekommen habe, ist Arbeit. Dinge, die man so gerne links liegen lässt, die aber angegangen werden müssen. Ja, das machst du aber mit links, kriege ich hier rein. Das ist so schlimm, ist es jetzt auch nicht. Also es könnten Unterlagen sein, die bearbeitet werden müssen, Anrufe sein, die du ungern machst, aber die gemacht werden müssen. Termine, die vereinbart werden müssen oder so Sachen wie, ich muss mal die Pflanzen umtopfen, ich muss mal irgendwas ausmisten, eine Schublade ausräumen, die steht schon ewig an. Aber das geht nebenbei, mach dir Musik an. So, mach dir Musik an. Ja, mach dir was Leckeres zu trinken. Ach, guck mal einer an, was kommt als nächstes auf dich zu? Wir haben hier die 6 der Kelche. Jemand oder etwas aus der Vergangenheit kommt erneut in dein Leben. Etwas wird dir folgen, dich einholen. Und es war Tag X. Es war eine Vereinbarung, kriege ich hier rein. Ihr habt ein Date. Du und diese Person, ob die jetzt neu in dein Leben kommt, dir aber vertraut ist oder ob das jemand aus der Vergangenheit ist, aus diesem Leben, ihr habt einen Plan. Ihr hattet eine Vereinbarung. Das kann sein, dass ihr euch an einem gewissen Punkt wieder begegnet, wo ihr beide etwas gelernt habt. Es kann tatsächlich auch was mit Kindern zu tun haben. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel eine AG gründest. Kriege ich auch angezeigt, ja, dass du vorhast, irgendwie eine Kunst-AG oder mit Kindern arbeiten, ein altes Projekt. Zeigt sich jetzt hier irgendwas, was du mal an den Nagel gehängt hast, wo du sagst, jetzt gehen wir es nochmal an. Eine Gemeinschaftsarbeit. Ihr hattet aber ein Date. Also das ist eine Vereinbarung, die ich kriege hier,
Ihr macht ein Kreuzchen. Ihr habt euch das fest notiert. Ihr wolltet das in diesem Leben. Entweder holt dich eine Person ein, wir gehen jetzt gleich näher drauf ein, oder eine Situation mit Kindern. Etwas, was du unbedingt mal mit Kindern machen wolltest. Ja, kann auch ein Schulprojekt sein, kann auch eine Theateraufführung sein, kann auch irgendwas zu Ostern sein, was auch immer. Wir schauen weiter. Die zwei der Münzen, soll ich oder soll ich nicht? Ich weiß nicht, ist noch nicht so ganz stabil. Ist noch zu früh, ist noch zu wackelig, zu gagelig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt auf den letzten Drücker das noch hinkriege. Ach, ich kriege sowas rein, man hat es ewig schleifen lassen. Naja, irgendwann, irgendwann. Und auf einmal steht es vor der Tür und du denkst, ah Mist, ja, hätte ich mal eher was gemacht. So kriege ich das rein. Also was auch immer du jetzt in deinem Kopf hast. Wir haben die 6 der Schwerter. Moment. Eine Veränderung. Tatsächlich, hier steht was an. Ja, das war eigentlich schon länger in Planung. Jetzt zeigt sich das. Das ist so richtig so, Mist. Ja, Gas geben kriege ich hier rein. Gas geben, weil es wird gut. Es wird aufgewertet. Ja. Ich kriege hier sowas rein wie einmal bitte durch den Prozess. Zum Beispiel, bei dir wird da etwas repariert, erneuert. Ja, das steht jetzt schon ewig an. Tag X rückt immer näher und jetzt auf einmal steht dann da jemand, der das repariert. Ja, also, oh, und du hast noch nicht weggeräumt, du hast noch nicht den Platz freigeräumt, keine Ahnung. Und wenn es auch nur eine Kleinigkeit ist oder wenn es eine Waschmaschine ist oder wenn es ein Trockner ist oder wenn es, keine Ahnung, die Rohre müssen erneuert werden. Oh, 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 hoffentlich kommst du hinterher. Aber ich krieg's hier positiv rein, ja, weil im Endeffekt wird es gut. Es dauert einen Moment, wenn es dann angegangen wird, aber es wird gut. Es wird richtig gut. Also pack's an, wenn du weißt, worum es bei dir jetzt gerade geht, bereite dich mental vor und fang an, ja, weil es wird gut. Und das ist von oben so gewollt, ja, also alle Karten in Kopflage für alle neuen, ich deute die immer als Einfluss von oben und hier kriege ich direkt von oben angezeigt, das war dein Plan, hier steht's, hier. In der Akasha-Chronik. Habt ihr so gewollt, ja? Jetzt gehen wir mal auf Personen aus deiner Vergangenheit. Darauf gehen wir jetzt mal ein. Menschen, die wieder in dein Leben kommen. Personen, mit denen du eine Vereinbarung getroffen hast. Ab dem Moment werden wir uns begegnen. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Dann, wenn du gut im Futter stehst, dann, wenn du gut aufgestellt bist, dann, wenn du in der Selbstwertschätzung bist, dann komme ich in dein Leben. Und dann, hier haben wir das Schicksalsrad und da das von oben so geplant ist, ja, weil auch der Hierophant in Kopflage, deute ich immer als Einfluss von außen. Und das ist von oben so geplant. In dem Moment, ja, wo du dich gut aufgestellt hast, an deinem Selbstwert, wo du dich um dich kümmerst, um deine Umgebung, um dein Häusliches, dass du dich wirklich wohlfühlst, ja, dass du gut im Futter stehst, sage ich dazu. Gut im Futter heißt nicht, dass du dir den Ranzt vollgehauen hast, sondern das heißt, du hast alles, was du brauchst, ja. Dein Kühlschrank ist voll, deine Wohnung ist sauber, deine Pläne sind geschrieben, du bist organisiert, du kümmerst dich um dich, du bist gepflegt, ja, du passt auf dich auf, dir geht es gut, dir fehlt es an nichts, ist auch so eine Single-Karte. In dem Moment, wo du so richtig gut aufgestellt bist, sagt das Universum hier zu dir, so mein Schatz, jetzt hast du es gut gemacht, hast dich gut um dich gekümmert, jetzt schicken wir dir deine Belohnung. Das, was du dir eigentlich immer gewünscht hast, ja, dein passendes Gegenstück.
Jetzt gibt es eine Aufwärtsspirale. Jetzt kriegst du deinen Lohn für deine Arbeit an dir. Dir wird eine Person geschickt, eine Situation geschickt und du hast dich aus Abhängigkeiten oder aus dem Teufelskreislauf gelöst. Du warst die ganze Zeit vorher wahrscheinlich in einer Abhängigkeit oder hast etwas von jemandem abhängig gemacht vorher, warst im Teufelskreis gewesen, ja, in der Abwärtsspirale und hast gedacht, oh, ich stopfe hier ein Loch und dann geht's da weiter und ich mache da und dann geht's da weiter. Aber du hast nicht aufgehört. Ich krieg's echt so rein, dass du gesagt hast, egal. Und wenn ich bis zum Rest meiner Tage so lange daran arbeite, bis alle Löcher endgültig gestopft sind, ich alles endlich in trockenen Tüchern habe, ich arbeite weiter dran. Ich bin in Gott, im Gottvertrauen, ja? Und du verlässt hier den alten Teufelskreis. Du lässt hier etwas hinter dir, eine Abhängigkeit, entweder von einer alten Person, von einer alten Situation, von irgendwas, vielleicht auch Abhängigkeit finanzieller Natur. Irgendwas lässt du hinter dir. Und das ist das Startsignal von dem, was du vereinbart hast, was bei dir in der Akasha-Chronik drin steht. Dadurch verändert sich ganz viel bei dir. Eine Aufwärtsspirale. Das ist so wie Geld kommt immer zu Geld, ja? Freude kommt immer zu Freude. Aber negativ geht's genauso, ja? Deprimierte Menschen treffen immer auf deprimierte Menschen. Und bei dir ist es so, nein, ich lasse das nicht mehr zu. Ich wende mich davon ab. Guck mal hier, ich wende mich davon ab, egal wie schwer es die ganze Zeit war, egal wie sehr mich das belastet hat. Guck mal hier, was du schon alles hier hinter dir hattest. Nein, ich konzentriere mich jetzt auf das, auf die Fülle. Egal, irgendwann komme ich an. Und das alleine, dieser Dauergedanke, dass du ankommen willst, bringt dir jemand Neues in dein Leben und du lässt ein altes Karma hinter dir, einen alten Teufelskreis. So ist es in deiner Akasha-Chronik festgeschrieben. Das ist so cool. Also da kannst du jetzt wirklich mal Danke schreien, ja? Nicht ganz so laut, deine Nachbarn. Guck doch mal hier. Dein Geburtsrecht zeigt sich hier. Dein Geburtsrecht auf Fülle im Leben. Wohlstand, Fülle, Erfüllung, Sicherheit. Ja? Das ist dein Geburtsrecht. Dich sicher zu fühlen. Ich sag ja, da wo schon Fülle ist, kommt noch mehr Fülle hin. Das kriege ich bei dir so rein. Du bist sehr gut aufgestellt, fruchtbar. Hier kommt jemand in dein Leben, die ist selber voller Fülle und die gibt dir gerne. Ja, hier ist eine weibliche Person. Guck dir das mal an, ihr beide. Also bei den einen könnte das sein, dass ihr so ähnlich wie eine Gemeinschaftspraxis. Hier treffen sich zwei Personen, die schmeißen beide etwas zusammen und haben dadurch doppelt so viel. Das kann jetzt alles sein. Entweder also im kleinen Stil oder jetzt als Beispiel, du wolltest immer einen Schrebergarten haben, jetzt teilst du dir das mit einer Person, die sowas hat. Ja? Sie kann ja die ganze Zeit danach gucken, hat vielleicht nicht mehr die Zeit oder nicht mehr die Kraft, das alleine zu bewirtschaften, will es nicht aufgeben, teilt es jetzt mit dir und ihr beide habt beide was davon. Ja, nur als Beispiel, ja, beide haben jetzt so einen Schrebergarten. Oder eine Gemeinschaftspraxis. Oder, das wäre jetzt natürlich das Große, muss aber nicht sein. Oder ihr macht einen gemeinsamen Ausflug, Urlaub, keine Ahnung. Wir gucken mal weiter. Also hier fühlt man sich richtig wohl. Ihr seid beide gleich, ja. Bei den einen sind es, ist es wie eine Mama, ist wie eine Mutter, ja, diese Person. Man fühlt sich geborgen, man fühlt sich eins, man mag sich gerne, sehr gerne, ja. Ui, das sind mir zu viele. Wer kommt da in dein Leben? Moment, ich muss die erstmal aufheben. So, schauen wir mal weiter. Nochmal. Ja, oder was kommt da in dein Leben? Was wird dir geschickt? Die hat sich rumgedreht.
Neun der Kelche. Guck mal, du hattest vorher neun der Münzen. Hier ist jemand mit neun der Kelche. Hier ist jemand in der Selbstliebe, hat aber sehr viel und du hast sehr viel Ressourcen. Und wer wird dir geschickt? Jemand, der in der Selbstliebe ist? Du bist im Selbstwert, die Person ist in der Selbstliebe, in der Selbstfürsorge und hat ganz viel. Und das ist so eine mütterliche Person, das ist eine Person, das kann jetzt Mann oder Frau sein, wir sind ja hier in der Allgemeinlegung. Es kann jemand sein, der sehr gut aufgestellt ist, genauso wie du. Beide seid ihr Singles. Beide habt ihr sehr viel zur Verfügung und beide wollt ihr dasselbe. Egal ob Mann oder Frau, diese Person ist sehr nahrhaft, ja, sehr nährend, sehr fruchtbar. Was sie anfasst, wird zu Gold. Was sie in die Hände nimmt, hat Hand und Fuß. Ist nicht irgendwas Ausgedachtes, nicht irgendwas, was überhaupt nicht umsetzbar ist, sondern schon erprobt, ja? Diese Person hat ein goldenes Händchen, einen grünen Daumen, goldenes Händchen, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Und die ist sehr, sehr liebevoll mit sich. Sie mag auch gerne besonderes Essen, sehr exquisit. Vielleicht kocht sie auch gerne. Es ist so jemand, diese Person mag es gerne zu kochen, mag es auch gerne zu essen. Ist sehr häuslich, mütterlich umsorgend, nährend, aber sie verpufft nicht alles. Also das heißt, sie gibt es nicht jedem oder überall hin, sondern sie sucht sich die Personen aus, die selber gut mit sich umgehen, die dasselbe auch gerne machen. Und diese Person wird auf dich zukommen und ihr werdet eine richtig schöne Zeit haben, wo ihr euch beide unglaublich wohl fühlt. Entweder macht ihr zusammen Urlaub oder ihr trefft euch oder ihr schmeißt irgendein Projekt zusammen, irgendwas. Hier haben wir noch eine Karte. Oh mein Gott, die Sonne, ja? Also, es wird Erfolg auf ganzer Linie. Also, zu Erfolg kommt noch mehr Erfolg. Zu Wohlstand kommt noch mehr Wohlstand. Zu Fülle noch mehr Fülle. Zu Positivität noch mehr Positivität. Und ihr werdet alles doppelt haben. Bei wem, was, wie ist, keine Ahnung. Es ist eine allgemeine Legung, aber das ist mega toll. Also hier haben alle Parteien an sich selbst gearbeitet, haben die den Hintern zusammengekniffen. Wir haben hier die vier der Stäbe. Also wenn das jetzt dein Gegenüber ist, ja, wenn du sagst, das ist eine Person, die kenne ich schon, die kommt mir sehr vertraut vor. Diese Person will eine Basis mit dir aufbauen. Das ist echt eine stabile Basis. Wenn du sagst, ah ja, da habe ich jemanden kennengelernt, sehr bodenständig, sehr stabil und total fürsorglich. Hier ist jemand wirklich darauf aus, mit dir eine richtige Partnerschaft. Also mit allem drum und dran, ja, mit Zukunftsplänen. Und das ist nicht irgendwie Wolkenkuckucksheim Zukunftsplan, sondern ein echter Zukunftsplan. Jemand, der möchte, dass ihr euch beide wohlfühlt, ja. Hier ist die Sonne. Hier ist Erfolg. Hier ist Wärme. Und das ist bei den 10 der Münzen nämlich auch so, weil bei den 10 der Münzen geht es auch um Stabilität und Geborgenheit, sich angenommen fühlen, sich richtig wohlfühlen. Ja, man hat mehr als man braucht und man genießt es zusammen. Also wer weiß, wie viel ihr schon gemeinsam gearbeitet oder jeder für sich gearbeitet und etwas erwirtschaftet habt, aber hier schmeißen zwei ihren Vermögen zusammen und machen daraus was Großes, ja. Und hier ist eine Person, die auf dich zukommt, die meint das absolut ernst und die meint dich, nicht irgendjemand, ja? Das geht hier nicht darum, dass jemand kommt und sagt, so, ich will einfach nur heiraten und ich suche mir jetzt irgendjemand aus, der auch heiratswillig ist. Nee, das ist eine Person, die wählt dich explizit aus und sagt, du bist es. Mit dir kann ich mir das vorstellen, nicht mit jedem, ne? Also da geht es wirklich um das Zwischenmenschliche, um das Echte, um das Ehrliche. Darum geht es bei der Sonne auch. Man sieht die Wahrheit, man ist ehrlich, man ist transparent. Aber wieder die Kinder, ja?
Auch wenn es um Kinder geht, ihr wollt was mit den Kindern aufbauen, Erfolg. Guck mal hier, die zwei spielen hier bei den 10 der Münzen haben wir auch ein Kind, ja. Und die Kinder stehen für Neuanfang, für lass dich drauf ein. Also Naivität im Sinne von Neugierde, Aufgeschlossenheit, Verspieltheit, so wie der Hund auch, und Treue, Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Also was auch immer ihr vorhabt, ob es ein neues Projekt ist, eine Partnerschaft, keine Ahnung, was auch immer es ist von Erfolg gekrönt und es steht in eurer Akasha-Chronik an einem bestimmten Punkt in eurem Leben, wo ihr etwas Bestimmtes erreicht habt. Oder ich sag mal, du etwas Bestimmtes erreicht hast, was du dir vorgenommen hast. Ab dem Moment geht dein Schicksalsrad nach oben, die Aufwärtsspirale, und es wird immer besser, ja? Du lernst die richtige Person kennen, du denkst, es wäre Zufall, vergiss es. Das hast du dir selber so festgelegt, ja? Das ist deine eigene Belohnung, die du dir festgelegt hast. Und das ist so wie, du hast ein, wie soll ich sagen, entweder ein Partner dadurch in dein Leben gezogen, der für endlich mal Genuss ist, gemeinsam etwas zu genießen, aber auch daran zu arbeiten und es aufzubauen. Oder ein Projekt, wo du gesagt hast, wenn ich diesen einen Punkt erreicht habe, dann möchte ich das andere umsetzen, dann weiß ich nämlich, dass ich stabil, ich kriege hier Kinder rein. Ich muss jetzt mal was holen, wartet. So, ich habe erstmal das eine geholt. Also es geht hier um Kinder. Als erstes habe ich das Bild gesehen und dann das nächste, das ist aber riesig. Das ist von meinem Sohn gezeichnet. Paulchen. Riesenarme. Ja, und Riesenfüße, also handlungsfähig und begehbar und weiß ich nicht, aber es ist süß, ne? Ich kriege hier immer wieder Kinder rein. Also irgendwie habt ihr da neue Projekte oder tatsächlich echt mit Kindern. Ich muss die Kerze wegmachen, sonst fackelt mir das ab und die Blumen auch. Das kann man da stehen lassen. Wartet mal. Ich weiß nicht, ob ich das ins Bild halten kann. Das ist ein Riesenbild. Ebenfalls von Kindern, ja. Also das war mal ein Projekt in der Schule. So, sieht man das? Schwierig, gell? Ich lege es mal so hier hin. Ein bisschen hier rüber. So. Und da haben wir die ganzen Hände drauf gemalt von den Kindern von dem Projekt, von der AG, von der Kunst-AG, die ich mal hatte, mit den Kindern. Sieht aus wie so eine außerirdische Hand, gell? Und da kriege ich das so rein. Ihr werdet, also viele könnten mit Kindern jetzt ein neues Projekt starten. Ich kriege ganz viele Hände rein, nicht nur durch dieses Bild, sondern auch, jetzt habe ich Reiki mit drin und wieder Kinder. Also Reiki-Energie, da habe ich ja jetzt schon oft genug davon erzählt. Tiere, Kinder, Projekte mit Tieren kriege ich auch rein. Moment. Also manchmal möchte ich ja ganz gerne Mäuschen spielen. Würde echt gerne wissen, was ihr so alles macht. Wer hier zuschaut, irgendwie kriege ich einfach Projekte rein. Guck, also das hier ist Hannes. Da sieht man Pferdekopf. Das war Hannes. Und da hatte ich Reiki mit Hannes gemacht. Das war ein fremdes Pferd. Ich muss dazu sagen, ich hatte als Jugendliche eine ganz schlechte Erfahrung mit Pferden gemacht und hatte nachdem Angst vor Pferden. Also da hatte ich echt Respekt. Und dann war ich mit Paul, also meinem Sohn, im Urlaub. Und da habe ich Hannes kennengelernt. Und den habe ich kennengelernt, bevor der Betreuer oder was weiß ich, was Besitzer, mir sagen konnte, ich soll bloß fernbleiben von der Box, weil der ist unberechenbar. Der rastet zwischendurch einfach mal aus und dann was weiß ich, soll einfach wegbleiben. Ich wusste das nicht und habe es einfach gemacht und bin hingegangen und hatte Reiki mit ihm übertragen. Und der hat eine Anmut, eine Kraft, eine Stärke. Das ist unglaublich. Also so eine
Grazie, ich kann das gar nicht ausdrücken, was für eine tolle Energie dieses Pferd hatte. Und eigentlich wollte ich ihm Energie geben. Und durch die Übertragung hat sich das aber so vermischt, dass er mir mehr Energie gegeben hat und Einblick als andersrum. Und falls ihr das Projekt habt, mit Tieren zu arbeiten, kann es sein, dass ihr nicht nur mit Krafttieren arbeitet, sondern eben auch Energie übertragen bekommt. Das kann auch sein. Also falls ihr im Tierheim arbeitet, beim Tierarzt, Tiere betreut, was auch immer, irgendwas wird da richtig mega erfolgreich und ganz, ganz toll. Kinder und Tiere sind im Moment anscheinend mega wichtig. Neue Projekte, sowas, sehr, sehr erfolgreich. Also, alle, die sagen, oh, ich hätte es gern und ich weiß, wovon du sprichst und ich wünsche mir das so, fang im Kleinen an, weil egal, wo du hin möchtest, was du mal erreichen möchtest, es ist immer der erste Schritt, mit dem man anfängt, egal was es ist, ja. Einfach, fang einfach an, in kleinen Schritten. Du kommst dahin, wo du dich hinkonzentrierst. Deine Energie fließt immer dahin, wo dein Fokus hingesetzt wird. Und wenn dein Fokus auf ein bestimmtes Ziel gelegt wird, und es ist für dich auch so, wie ich es da gesehen habe, ja, vorgesehen, du hast es selber niederschreiben lassen in deiner Akasha-Chronik, dann wirst du das Ziel auch erreichen. Und dann ist es aber für dich einfach wichtig, dass du den ersten Schritt selber machst, ja, dass du in die Richtung gehst. Dann kriegst du dein Ziel auch gezeigt und vor allen Dingen wird es immer leichter. Du wirst zwischendrin nämlich abgeholt. Das ist das, was ich hier reinkrieg. Ich drücke dir ganz feste die Daumen, wenn das deine Legung war. Wenn nicht, dann freue ich mich trotzdem über deinen Daumen, zwar nach oben. Ja. Und ja, gerne bis zum nächsten Video. Bis ganz bald. Alles Liebe für dich. Alles Weitere wie immer in der Infobox. Das ist die Beschreibung zum Video. Da kommst du drauf, indem du auf den Titel klickst und dann geht die Beschreibung auf. Beratungsgespräche gibt es dann für April ab Ende März, also ab 25. werde ich die für April wieder bekannt geben, in etwa. Und bis dahin, denke ich mal, gibt es weiterhin Videos, ja, wenn alles gut läuft. Bis bald, alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao!